Ich möchte nun als Beispiel für eine Gleichrichterschaltung, also eine Diodengleichrichterschaltung, die M1-Schaltung analysieren. Dazu als Vorbetrachtung kurz die Wiederholung der idealen Diodenkennlinie. Wir hatten gesagt, wenn wir eine Diode haben und dort die IU-Kennlinie darstellen, das heißt hier den Strom, der in Flussrichtung fließt, über der Spannung darstellen, dann können wir hier zwei Bereiche unterscheiden. Einerseits den Einzustand, wenn wir bei der idealen Diode eine Spannung größer als 0 Volt anlegen, und andererseits den Auszustand, wenn der Strom durch die ideale Diode hier gleich 0 ist. Wenn wir jetzt Schaltungen mit Dioden analysieren, können wir das auch so formulieren, dass wir sozusagen zwei Zustände haben. Ich male hier mal so ein Zustandsübergangsdiagramm. Ich habe den Zustand aus. Dort arbeitet die Diode als geöffneter Schalter, und ich habe den Zustand ein. Dort arbeitet die Diode als geschlossener Schalter. Und jetzt ist es so, ich kann sagen, von diesem Zustand aus komme ich in den Zustand ein, indem ich versuche, eine Flussspannung anzulegen. Das heißt hier, der Übergang aus nach ein findet statt, wenn ich versuche, eine Spannung U größer 0 anzulegen. Umgekehrt, ich komme vom Zustand ein in den Zustand aus, wenn der Strom durch die Diode versucht, kleiner als 0 zu werden. Und auf dieser Basis werden wir jetzt Diodenschaltungen am Beispiel der M1-Schaltung, weil es die einfachste ist und wir es am schnellsten nachvollziehen können, versuchen zu analysieren. Das heißt, im Hinterkopf werden wir immer behalten, okay, die Bedingungen, wann schaltet die Diode ein, wann schaltet sie aus. Und jetzt wollen wir uns das angucken, zunächst im Falle der ohmschen Last. Und wir werden dann sehen, dass wir hier also ähnlich wie bei DC-DC-Wandlern unterschiedliche Schaltzustände angeben können, abschnittsweise definierte Größen kriegen und dann entsprechend die interessierenden Schaltungsgrößen wie Effektivwerte von den Strömen und Spannungen, Mittelwerte und so berechnen können. Die M1-Schaltung mit ohmscher Last sieht jetzt wie folgt aus. Ich habe hier oben die Diode. Wir haben hier einen einfachen Lastwiderstand und wir haben hier eine Eingangsspannungsquelle, die sei jetzt sinusförmig. Das heißt, hier die Spannung sei gekennzeichnet durch den Spitzenwert UM mal Sinus Omega T. Und was wir uns jetzt angucken wollen, ist jetzt hier die Verläufe einerseits des Stroms durch die Diode, der Spannung an der Diode und natürlich der Ausgangsspannung, wenn wir eine komplette Lastperiode betrachten. Das heißt, unsere Referenzgröße wird hier die Spannung am Eingang sein. Spannung habe ich jetzt hier mal dargestellt über eine Periode. Das heißt, wenn wir hier die Omega-T-Achse haben, haben wir hier nach der halben Periode Pi, hier der gesamten Periode 2π, der Spitzenwert ist sei hier UM. Und wir wollen jetzt uns angucken, wie sehen jetzt hier die Spannungen und Ströme in der Schaltung aus, diese drei, die ich hier bezeichnet habe. Wenn wir jetzt die unterschiedlichen Schaltzustände einnehmen, jetzt tatsächlich, diese Schaltung ist relativ einfach zu analysieren. Wir haben zwei Zustände, wenn die Diode 1 ist, dann haben wir die Verbindung zwischen der Spannungsquelle und der Last direkt. Das heißt, in diesem Fall wird die Lastspannung gleich der Eingangsspannung sein. Und der Strom, der durch die Diode fließt, wird sich rein übers ohmsche Gesetz hier berechnen lassen. Das heißt, wir haben hier diesen Zustand für den Fall, falls UE größer als 0 ist. Immer dann wird diese Diode in Flussrichtung gepolt sein und wir kriegen den Ausgangsstrom bzw. den Diodenstrom. ID ist dann UE von T durch RA bzw. UM mal Sinus Omega T durch den Lastwiderstand. Das ist der erste Zustand. Der zweite Zustand ist, wenn die Diode aus ist. Wann tritt das auf? Wenn wir zunächst den ersten Zustand haben, wird hier sozusagen eine positive Sinushalbwelle entstehen. Wenn jetzt die Spannung UE negativ wird, würde hier aufgrund des Ohmschen Gesetzes ein negativer Strom ID eigentlich entstehen müssen. Tatsächlich kann die Diode keinen negativen Strom führen, wenn sie vorher eingeschaltet ist. Also in Flusspolung war ein Strom geflossen ist, schaltet sie automatisch aus, sobald der Strom beginnt kleiner 0 zu werden. Dann wird der Strom nämlich auf 0 gesetzt und die Diode fängt an zu sperren. Das heißt, dann haben wir auch hier den Schaltzustand Diode aus. Das heißt, tatsächlich haben wir dann hier eine Unterbrechung. Sehen wir auch hier wieder so ein geschaltetes System, so ähnlich wie bei den DC-DC-Wandlern. Und wir kriegen an der Last jetzt keine Spannung. Die Ausgangsspannung wird gleich 0 sein. Der Strom wird aufgrund der Unterbrechung auch zu 0 werden von seinem momentanen Wert. Was passieren wird, ist, die Diode nimmt jetzt eine Sperrspannung auf. Tatsächlich hier die Spannung UD wird sich ergeben, wenn die Maschenregel anwenden, aus der Differenz UE
minus UA. Und jetzt können wir das aufzeichnen. Das heißt, in so ein zweites Diagramm möchte ich jetzt hier den Verlauf der Spannung UA und des Diodenstromes ID mal darstellen. Wir haben gesagt, das hier ist immer der Fall, falls UE größer als 0 ist. Der zweite Schaltzustand wird sein, falls UE kleiner als 0 ist. Das heißt, tatsächlich werden wir hier eine Sinus-Halbwelle für diese ohmsche Last kriegen für die Ausgangsspannung. Für die Hälfte der Periode wird es 0 sein, für die erste Hälfte wird es also gleich der Eingangsspannung sein. Und der Strom wird aufgrund des ohmschen Gesetzes natürlich proportional sein. Das heißt, da kriegen wir auch diesen Sinus, diese Sinus-Halbschwingung dann wieder 0. Und wir haben dann hier zum Beispiel einen Spitzenwert UM und hier einen Spitzenwert UM durch R-Last. Jetzt können wir hier noch einzeichnen den Mittelwert der Spannung. Das heißt tatsächlich, diese sinusförmige Spannung ist ja jetzt eine pulsierende Spannung. Das heißt, im Sinne der Fourier-Reihe haben wir dort einen Gleichstromanteil und Oberschwingungsanteile. Wir hatten gesagt, bei den Gleichrichterschaltungen ist eigentlich der Sinn und Zweck die Umwandlung einer Wechselspannung in eine Gleichspannung. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, uns interessiert im Wesentlichen der arithmetische Mittelwert. Ich versuche das mal so einzuzeichnen. Wenn wir sozusagen die Fläche unter der Kurve gleichmäßig verteilen, dann könnte das hier die mittlere Ausgangsspannung sein, die wir dann auch gleich berechnen. Und das wäre sozusagen der Gleichanteil in der Last. Wenn wir zur Schaltung dimensionieren, für so eine Diode, dann interessiert neben den eigentlichen Lastgrößen und auch hier dem Diodenstrom, den wir brauchen, um die Verluste zu berechnen, auch zusätzlich der Verlauf der Sperrspannung an der Diode. Das heißt tatsächlich, die Diode wählen wir nicht nur aus anhand der Ströme, das heißt Maximalwert, Effektivwert, Mittelwert, sondern auch anhand des Spannungsverlaufes. Und insbesondere die Sperrspannung wird uns interessieren. Das heißt, wir wollen jetzt hier unten in dem letzten Diagramm nochmal zusätzlich die Sperrspannung bzw. den Spannungsverlauf UD über der Diode darstellen. Das heißt, wir hatten hier oben die Kennzeichnung die Spannung U bzw. UD. Was wird jetzt sein, wenn die Diode eingeschaltet ist? Wird die Spannung UD gleich 0 sein? Wenn die Diode ausgeschaltet ist, kriegen wir den Ausdruck UE minus UA. Tatsächlich ist UA hier gleich 0, deswegen wird hier die Spannung UD gleich UE sein für den Fall, dass UE kleiner als 0 ist. Das heißt, in diesem Fall bei der ohmschen Last werden wir für die erste Halbwelle, wo die Diode eingeschaltet ist, den Spannungswert 0 kriegen. Dort haben wir ja den geschlossenen Schalter, also keinen Spannungsabfall drüber. Und danach für den zweiten Teil haben wir dann die negative Halbwelle der Eingangsspannung. Hier haben wir dann den Zustand, wo die Diode aus ist. Und wir sehen auch hier jetzt wunderbar sozusagen, wie wir auch bei einfachen Gleichrichterschaltungen tatsächlich so im Sinne der Leistungselektronik geschaltete Systeme haben. Wir haben ja zwei Zustände, aber jetzt im Unterschied zu den DC-DC-Wandlern werden jetzt bei so Diodengleichrichterschaltungen die Schaltzustände bestimmt durch die Ströme und Spannungen in der Schaltung. Das heißt nochmal ganz kurz zur Wiederholung, hier oben sehen wir tatsächlich die Spannung bestimmt an der Diode, wann wir sozusagen einschalten, und der Strom bestimmt dann, wann wir den Übergang von ein zu aus haben. Und deswegen haben wir jetzt hier natürlich keinen Steueranschluss, sondern wir haben jetzt hier Betrachtungen, die nötig sind für die Spannung und Stromverhältnisse, um sagen zu können, wann jetzt die Diode leitend ist, wann sie sperrt. Und das macht auch die Diodenschaltung so ein bisschen komplizierter vielleicht als die DC-DC-Wandlerschaltung, weil wir nicht direkt vorab manchmal sagen können, insbesondere bei schwierigen Lastverhältnissen, das heißt, wenn wir induktive Last haben oder ohmsch-induktive, ohmsch-kapazitive Last, müssen wir gegebenenfalls iterativ erst bestimmen, in welchem Schaltzustand wir sind, und im stationären Zustand kann das dann davon abhängen, wie die Größenordnung der Bauelemente sind und welche Momentanwerte die haben, sodass wir teilweise nicht an dieser Stelle direkt über ein Steuersignal, wie es bei DC-DC-Wandlern möglich ist, den Schaltzustand bestimmen können. Jetzt ist die Schaltung relativ einfach, aber sie lohnt sich dennoch trotzdem, um jetzt hier auch mal die Größen
zu bestimmen. Zunächst möchte ich die mal allgemein zeigen bei dieser Schaltung. Das heißt, wir haben gesagt, bei dir so Gleichrichter haben wir unterschiedliche interessierende Größen, nicht nur sozusagen die Spannungsübertragungsfunktion vielleicht, wie das bei DC-DC-Wandlern war, sondern es gibt hier Größen bezogen auf die Eingangsquelle, welcher Strom fließt dort durch, welcher Effektivwert des Stromes, welche Leistung gibt diese Quelle ab, wie groß ist der Leistungsfaktor der Schaltung. Bei der Diode interessiert, welche Sperrspannung haben wir, welche Ströme fließen dort durch. Das habe ich mal zusammengefasst. Das ist dann hier im Skript zu sehen. Das heißt, wir haben hier die Kenndaten dieser M1-Schaltung mit ohmscher Last. Hier oben die Ausgangsgrößen, Ausgangsspannung, der Mittelwert, der Effektivwert, die Ausgangsleistung, dann die Bauelementebelastung an der Diode, das heißt die maximale Sperrspannung hier PIV bezeichnet, das heißt Peak Inverse Voltage und entsprechend die Ströme, Maximalwert des Stromes, Effektivwert und Mittelwert des Stromes durch die Diode, wenn man eine Verlustleistungsberechnung durchführen will. Und als letztes sind ja auch noch die Eingangsgrößen dieses Gleichrichters aufgelistet. Das heißt, tatsächlich haben wir ja eingangsseitig hier irgendwo eine sinusförmige Spannung angelegt. Es fließt ein Eingangsstrom und diese Schaltung verhält sich jetzt hier wie ein nichtlinearer Verbraucher. Das heißt, der Effektivwert des Eingangsstromes, hier ein halb UM durch R, was der gleiche ist wie der Effektivwert des Stroms durch die Diode, der ist größer als derjenige Strom, den wir bräuchten, wenn wir nur einen ohmschen Verbraucher direkt an die Last anschließen. Das heißt, hier die Schaltung nimmt, selbst hier bei ohmscher Belastung am Ausgang, eine in Anführungszeichen Blindleistung auf, die entsteht, weil wir Stromanteile haben bei höheren Frequenzen als bei der Netzfrequenz. Das heißt, es entsteht hier eine Verzerrungsblindleistung. Das kann man nachrechnen, wenn man jetzt hier den Leistungsfaktor der Schaltung bestimmt. Das heißt, wenn man die Scheinleistung bestimmt und die Wirkleistung, die Scheinleistung kriegen wir aus dem Produkt des Effektivwertes des Eingangsstroms mit der Quellspannung. Die Quellspannung ist einfach der Effektivwert Spitzenwert durch Wurzel 2 und der Eingangsstrom hier ein halb UM durch R, der Effektivwert des Stromes durch die Diode. Die Leistung, die jetzt hier aufgenommen wird, ist, wenn wir jetzt zunächst die Schaltung als verlustlos betrachten, die Wirkleistung gleich der Ausgangsleistung, ein Viertel U max Quadrat durch R. Und wenn man das ausrechnet, sieht man hier, der Leistungsfaktor Lambda dieser Schaltung ist plus 1 durch Wurzel 2. Das heißt hier zahlenwertmäßig 0,7 0,7. Wir haben also einen Leistungsfaktor kleiner als 1, bedeutet, dass wir einen Strom haben, der in eine Netzzuleitung fließt, der von seinem Effektivwert größer ist, als wenn wir direkt ans Netz eine ohmsche Last anschließen würden und dieselbe Leistung dort drin umsetzen. Das heißt hier um 30% niedriger als der Idealwert von 1.